Allein schon, wie die sich angefühlt haben, also diese schwachen Körper, sie hatten nicht mal mehr die Kraft, mir die Hand zu geben und sich selber festzuhalten. Wir mussten sie aktiv an Bord ziehen. Wenn man ihnen dann in die Augen geguckt hat und die Verzweiflung gesehen hat, man hat gesehen, sie wussten, wären wir jetzt nicht da, ein paar Stunden später wären sie tot.